Ja, und damit herzlich willkommen zu einem kleinen Zeitraffer-Video in der Crew. Mein Name ist Flash Let's Play, unter anderem auch Thaddäus 201 in den Foren genannt. Und wir wollen heute einmal die 157 Kilometer lange Strecke von den Florida Keys nach Seattle abfahren. Dann schauen wir uns doch mal zuerst die Strecke an. Also wir be beginnen bei den Florida Keys, fahren durch Miami, durch New Orleans, durch New Braunfels, an Big Bend vorbei, an der mexikanischen Grenze vorbei. Hier fahren wir dort entlang, da hier in diesem Gebiet also die fehlerhaften Straßen sind mit den wechselnden Farben. Deswegen fahren wir hier lang. Dann fahren wir hier runter. Dann geht es hier nach oben durch. Ganz bis oben durch. Durch Sacramento entlang zu der Endstation in Seattle. So, wir fahren mit der schönen Chevrolet Corvette Stingray, die ja jetzt seit neuestem im Spiel erhältlich ist. Und ich würde sagen, wir starten doch direkt durch. Viel Spaß euch beim Zusehen.
Thank you.
So, da wären wir wieder. Wir haben es nun geschafft, die 157 Kilometer lange Strecke von den Florida Keys nach Seattle zu absolvieren. Nun wollen wir uns noch einmal die Fahrzeugkonfiguration und meine Spieleinstellungen anschauen. Dazu drehen wir die Kamera einmal in die Richtung des schönen Brunnens im Hintergrund. So, mobiler Tuner. Der Zustand ist 63. Wow, das überrascht mich ein wenig. Ich hätte jetzt viel weniger erwartet, da wir uns ja auch ziemlich oft gecrashed haben und die KI ein wenig aggressiv war, sage ich jetzt mal so. Aber naja, wechseln wir mal zu den Spieleinstellungen. Ich habe alles deaktiviert, außer die Minikarte und den 3D-Streifen, damit ich auch ordnungsgemäß in Seattle ankommen konnte. Mitteilungen sind alle aus, damit ich auch nicht gestört werden konnte. Videoeinstellungen. Bildschirmauflösung 1920 mal 1080. Vollbildmodus 60 FPS. VSync ist aus. Geometrie ist auf Ultra. Schatten auf Hoch. Texturen und Environment Mapping auf Ultra. Tiefenschärfe, Bewegungs- und Schärfe auf Hoch. Die Kantenglättung auf FXAA. Aus dem einfachen Grund, da ich mal eine Festplatte besitze, ist es sowieso schon eine große Aufgabe für die Festplatte, gleichzeitig mit 60 FPS aufzunehmen und noch zu spielen. Deswegen lasse ich das lieber auf FXAA, um größere Lags zu verhindern, die ab und zu auch im Video aufgetaucht sind. Aber die sollten noch zu verkraften sein. So, weiter geht's. Gras ist auf hoch und HPAO Plus, die Umgebungsokklusion, ist auch noch ganz in Ordnung. Die kann man so stehen lassen. Das ist ja die neue Technologie bei Nvidia, Grafikkarten. Die kann man aber so stehen lassen. Die verbraucht nicht viel Leistung. Und ich würde dann sagen, ich hoffe mal, es hat euch Spaß gemacht, mein kleines Video einmal anzuschauen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr ein kleines Feedback zu dem Video geben könntet. Und vielleicht sehen wir uns ja bald in einem weiteren Video wieder. Bis dann, Leute. Ciao, ciao.